ich denke, es war ein ordentliches Spiel. Wir hatten phasenweise viel Druck gemacht. Das Tor hat einfach gefehlt, aber ich denke, wir haben es gut verteidigt. Ein paar kleine Sachen, die vielleicht nicht so gut waren im Gegenpressing, aber im Großen und Ganzen war es okay. Wie gesagt, das Tor hat gefehlt, die Chancen waren da und ich glaube, wenn das 1-0 fällt, dann muss Ukraine auch aufmachen, spielt nicht mehr so viel auf Konter, deswegen am Ende hat einfach nur das Tor gefehlt. Sie haben ein bisschen nervös angefangen und dann aber sich sofort stabilisiert an der Seite von Jonathan Tah. Wie wohl haben Sie sich da auf dem Platz gefühlt? Ich kenne den Jonas schon sehr, sehr lange. Ich glaube, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Wohl gefühlt habe ich mich auch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit zusammen zu spielen. Was muss denn besser werden jetzt im Spiel gegen Griechenland und dann natürlich auch mit Blick auf die EM? Wo hakt es noch? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Griechen werden bestimmt auch tief stehen, so wie die Ukrainer. Es wird einfach entscheidend sein, dass wir im letzten Drittel vielleicht den einen oder anderen Pass besser ausspielen, das Tor machen. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt heute gewesen. Wir haben heute, glaube ich, über 20 Torschüsse gehabt. Wenn du halt dann kein Tor machst, dann wird es schwierig hinten raus. Aber wie gesagt, wir nehmen viel mit aus diesem Spiel. Wir haben es gut gemacht. Eins schon allein das Tor hat gefehlt. In den nächsten Tagen entscheidet sich dann der finale EM-Kader. Glaubst du, da gibt es jetzt nochmal einen ganz besonderen Zug in den nächsten Trainingseinheiten oder merkt man auch bei euch Spielern, dass es jetzt so in die entscheidende Phase geht, der EM-Vorbereitung? Nee, es wird mit Sicherheit im Training gibt es immer Zug. Ich glaube, Trainingseinheiten sind sehr gut, auf sehr hohem Niveau. Auch wenn mal eine Trainingseinheit nicht so hart sein soll, ist sie trotzdem auf einem hohen Niveau. Werden alle, glaube ich, Gas geben und ich glaube, das ist auch wichtig für alle, dass der Konkurrenzkampf hochgehalten wird, dass jeder an sein Limit geht, auch im Training. Ja, und dann kann man auch bestmöglich performen. Nach den Märzländerspielen wurde von so einer Euphoriewelle gesprochen. Ist dieses 0-0 jetzt so ein kleiner Dämpfer auch für die Mannschaft? Ja klar, wir wollten natürlich das Spiel gewinnen. Ich glaube, die Chancen waren da, wie gesagt. Es hat einfach im letzten Drittel ein bisschen was gefehlt. Das müssen wir jetzt aufarbeiten. Nochmal eine wichtige Durchsage der Polizei. An alle Personen im Stadion nochmal die Erklärung für die polizeiliche Maßnahme. Wir haben Kenntnis von einer konkreten Gefahrensituation im Außenbereich des Stadions erhalten, die wir als Polizei sehr ernst nehmen. Wir möchten, dass heute Abend alle gesund und sicher nach Hause kommen. Deswegen bitten wir Sie im Moment um Geduld und bitten Sie bis auf Weiteres zu Ihrer eigenen Sicherheit im Stadion zu verbleiben. Wir informieren Sie sofort, wenn wir weitere Informationen haben.